Herzlich willkommen zu einem Minecraft-Weihnachtsspezial an dem 24. Dezember. Und wir packen mal die Geschenke aus. Hey, wake up. Hey, wake up. Jetzt hat mich irgendjemand angestupst im TS, aber egal. Da bestimmt der böse Pet. Ja, Oh, lol. Ich bin der böse Peter. Eigentlich müssten wir ja hier zu viert sein, ne, Leute? Aber nein, wir sind nur zu dritt, weil der Peter, der kann aus... Jedenfalls, er hat jetzt gerade im Moment schlechtes Internet und deswegen kann er jetzt gerade nicht bei uns sein. Ja, der ist nicht zu Hause. Das ist nämlich... Das hatte ich ja schon erzählt in meinem Adventskalender-Video, wer es gesehen hat. Wahrscheinlich keiner, aber egal. Da hatte ich das ja schon erzählt, deswegen habe ich auch heute übernommen für ihn, weil er nicht mit aufnehmen kann. Aber nachher wird er wahrscheinlich noch uns audialisch beistehen. Meinte er doch. Ich glaube, er kommt nachher nochmal in Teamspeak und spricht mit uns ein Wörtchen. Genau, er spricht mit uns. Genau. Genau. Falls ihr euch wundert, warum Jens jetzt gerade heute gesagt hat, dass er übernommen hätte. Ja, wir nehmen das einen Tag früher auf, also. Weil wir Familie haben. Natürlich. Aber ich entschuldige mich schon mal, dass das Video nicht so pünktlich gekommen ist. Jetzt spreche ich also aus der so, als wenn das morgen erst rauskommt, kommt es ja auch. Dass das Adventskalender-Video 23 erst ein wenig zu spät kommt. Gekommen ist, meine ich, in der Nacht erst. Gab ein paar Komplikationen, das dauert nämlich so 9 Stunden zum Hochladen bei meinem Internet. Ja, und naja, kommt auf jeden Fall noch. Genau, deswegen blitzt es jetzt auf einmal hier. Nee, aber wir haben uns gedacht, what the fuck? Vier Männer! Ja, meine ultimative Armee! Wir haben uns gedacht, als 24. Weihnachtsspecial machen wir doch einfach mal ein Weihnachtsspezial in Minecraft und bauen irgendwie, keine Ahnung, im Creative so eine kleine Weihnachtsstadt. Ich baue mir eine Schneemann an. Eine Weihnachtsarmee, ne, Magnus? Ich glaube, es langt langsam. Geschenke! Geschenke gibt's auch. Ah, der macht die Geschenke weg! Die Geschenke haben... Wir keine Geschenke. Die sind böse. Genau. Die Roten sind böse. Ich baue jetzt erstmal ein Kuchenhaus. Ja, der baut jetzt mal sein Kuchenhaus und Magnus, wollen wir was zusammenbauen? Alter, nein! Ja, können wir machen. Und dann kommt die böse Hexe. Wo ist denn hier Sand? Und frisst uns alle auf. Da. Und schiebt euch in den Ofen. Und schiebt so. Eine Message. Schiebt mir Stock in den Arsch, oder was? Message euch. Keine Hexe schiebt mir einen Stock in den Arsch. Ja. Bis ich. Ach du Kacki, sind überall die Enchanted Books, die sind aber noch nicht geupdatet von der lieben Honeyball. Ja, wir benutzen das Honeyball Texture Pack, Weihnachts-X-Mess Texture Pack. Und ich sehe dadurch auch nicht die Feuerwerke. Ich auch nicht. Erklärt auch dadurch, warum ich die Feuerwerke eben nicht gesehen habe, als sie am Himmel explodiert haben. Ich auch nicht. Das hat die gute Honeyball noch nicht gemacht. Ups. Upsi. Ich hab einen Weihnachtsmann geschlagen. Alter! Ja, also dann fangen wir doch einfach mal an zu bauen. Was ist das überhaupt? Ich hier schon. Steinziegel. So. Was hast du für eine Idee, Lukas? Irgendwie so ein pinkes Weihnachtenhaus. Ein Lebkuchenhaus, ein pinkes. Erstmal irgendwie so ein kleines Häuschen hier bauen. Wollen wir auch berichten, was heute Schönes passiert ist? Ach ja, genau. Genau, das erzählen wir aber erst gleich. Wenn ich diese Tür gemacht habe. Ja, okay. Deshalb wollen wir sogar noch was machen dafür. Deshalb deswegen. Genau. Und zwar, wer will denn da mal erzählen? Ich nicht. Nee, ich hab schon so geheimnisvoll gemacht, ich will es dir nochmal erzählen. Mach du mal. Und zwar hat der liebe Table Tennis Gamer vor ein paar Tagen seine Seite da, Team TT da, eröffnet. Da. Und, Hey Leute, schaut vorbei. Genau, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und, ich bin ja ein großer Fan von TT. Ich habe gleich mal unseren Kanal da, so eine Kanalvorstellung konnte man da machen. Da habe ich einfach mal eingetragen, just for fun.
Vielleicht kriegen wir ja ein paar Zuschauer dazu. Weil ihr wisst bestimmt alle, so auf YouTube kann man, ja, gibt's viele Leute, die Let's Plays machen und da, ja, muss man halt irgendwas schon Besonderes machen, um halt herauszustechen. Oh ja. Und da habe ich uns einfach mal eingetragen und dann komme ich heute aus dem lieben Film, aus dem schönen Film Der Hobbit nach Hause. Oh, darüber müssen wir auch noch reden. Und dann auf einmal hat unser Video, also das 22. Video, Adventskalender von dem lieben Jens, hat es auf einmal 200 Aufrufe. Wir denken so, what the fuck? Wie kann das 200 Aufrufe haben? Und mein Let's Play Part hat mal 26, normal, mehr, viel mehr als normal. Genau. Ich habe sonst nur 4 oder so. Ja, aber zuerst kam ja Max an und hat gesagt, wir haben Abonnenten dazu gewonnen, auf einmal. Ja, irgendwie so 13 Abonnenten, wie so, what the fuck? Wie geht das an einem Tag? Wir haben so gefreut. Und dann haben wir hat der liebe Peter ein bisschen recherchiert. Auf einmal hat er ja uns ein Video geschickt und da ist dann der liebe TT auf einmal drin gewesen in seinem Soundlog, den er jetzt immer macht. In dem dritten Soundlog war das. Genau, in dem ist es. Und da stellt er unseren Kanal vor und wir denken uns so nur, what the fuck, wie geht das nur? Wir, er hat so mein Far Cry Video ein Kompliment gemacht, oh, da hab ich mich so gefreut. Ja, also wir haben uns echt gefreut, also. Ja, also. Echt, also. Wir, also man ich. Man kann ja mal sagen, besonders Lukas. Weil, ja. Also ich habe jetzt schon bestimmt sehr viel Arbeit in den Kanal hier reingesteckt. Und die anderen, ja, natürlich auch. Und. Ja. Lukas ist ein Riesenfan von Tabletop Gamer. Genau. Ja, sein Vorbild. Ja. Jedenfalls, ja, keine Ahnung. Wir haben uns halt total gefreut und. Ja, finde es halt richtig krank, dass er uns halt sozusagen erwähnt hat in seinem Video. Ja, fand ich sehr geil. Mit so einem riesen dicken, also, fetten Button und wollte MP und. Ja, ja, und hat so gesagt, ah, geil, die sind cool drauf. Gute Qualität. Immer, ja, gute Qualität, fand ich auch geil. Und. Also, ich bin baff, ich kann halt gar nicht sagen, ey, es ist. Ja, wir sitzen hier wollten jetzt eigentlich gerade das Weihnachtsspecial aufnehmen, was wir jetzt auch jetzt tun. Und dann sehen wir das auf einmal. Nee, das sieht scheiße aus. Aber, ja, dann sehen wir das auf einmal und rasten völlig aus. Erstmal auf dem TS. Ja, so, what? Ich krieg hier beinahe einen Herzinfarkt. Also, wenn einer von euch, der halt von TT kommt, seid, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und dann, also, ja, an alle, also, unsere. Also, ihr könnt ja. Warte, kann ich kurz? Ja, ja, klar. Okay, was ich dazu sagen möchte ist, was ihr bis jetzt von uns haltet. Also, das interessiert mich ja, was ihr von uns haltet, weil er hat uns ja angepriesen damit. Also, halt, was Lukas gesagt hat, wer kommt von TT und was ihr von uns haltet, das interessiert mich halt. Und was wir halt besser machen können. Damit wir, ja, uns halt bessern für euch und was er zählt, ist halt die Community. Und danach richten wir uns. Genau. Weil wir wollen ja, dass es euch gefällt. Und ihr wollt ja auch, dass euch unsere Videos gefallen. Und ja, deswegen lasst einfach Feedback da und all so ein Kram. Hatte, glaube ich, TT auch gesagt, lasst ihr die Kommentare da, was sie besser machen können und so ein Kram. Und ja, finde ich auf jeden Fall toll. Also wir bekommen jetzt nicht gerade viel Kommentare. Leider, ja. Ja, finde ich echt schade. Aber wenn ihr jetzt wirklich geile Kommentare hier runter lasst oder unter anderen Videos, ich persönlich lese mir jeden Kommentar durch, den wir kriegen, jede Nachricht, weil es einfach. Ja, es sind ja auch überschaubar, kann man das ja auch noch machen. Da kann man das mal machen. Genau, aber ja, ganz ehrlich, ich bin da echt ein Fan von Nachrichten lesen. Vor allem von Leuten, die einen halt schauen, ne? Also. Also schreibt euch Kommentare, ihr könnt sicher sein, die werden gelesen von uns. Ja, aber Magnus, unser Haus sieht echt schon kacke aus. Ja. Ich versuche hier gerade die richtigen Materialien zu finden. Weil das wieso kopiert ihr mein Lebkuchenhaus? Ich hab doch gar nicht. Lebkuchen. Nein, du kopierst nicht unseres, du Arsch. Ihr habt den ersten Stein gesetzt mit Lebkuchen. Mann, das passt hier oben irgendwie nicht. Ja, das habe ich auch gerade gesagt. Vor allem, weil es die Lampen sind. Aber ich glaube, diesen Stein können wir da mal drin lassen.
Nee, also wir machen jetzt Battle, wer das schönste Lebkuchen ausbaut. Ja, Arschbattle. Genau, Jens. Lass ein Battle machen. Nee, aber wir wollen uns echt nochmal riesig bei TT bedanken. Wir versuchen auch nochmal auf sein TS, genau, TS zu kommen. Ja, um persönlich nochmal, ja, zu danken. Also für uns ist das, hat es schon richtig viel Wert, also. Komm, wir setzen Monster eher hier rein. Was? Der Name von dem ist Monster Egg. Cobblestone Monster Egg. What the fuck? Was hast du hier für Steine gemacht? Das war ich. Alter, Jens! Was? Da siehst du, meine Weihnachtsmann-Armee hilft. Meine Weihnachtsmann-Armee hilft uns. Ja! Los, tötet sie alle! Ja, tötet es! Ja, aber uns bedeutet es halt, also, ja, schon so viel, also, dass uns so ein berühmter YouTuber, sage ich jetzt mal, ja, TT ist schon relativ schon bekannt. Schon bekannt, ja, hat 33.000 Abonnenten. 33 Abonnenten, ja. Und, ja, erwähnt, ja, also das ist für uns ein Riesenbrocken an Geilheit und so ein Kram. Oh ja, ich bin richtig geil, Junge. Was machst du hier? Hey? Wer hat das ganze Ding hier kaputt gemacht? Eck nicht. Aber nee, warte, also... Und das bedeutet uns richtig viel und... Sieht das gut aus mit dem Rüstung? Ja. Und wir wollen uns nochmal halt ganz doll bedanken. Ganz, ganz doll. Also für das könnte ich mich selber gar nicht richtig bedanken, weil das einfach... Ja, also... Zu viel Dank wäre. Man muss sich zu viel danken. Jetzt denkt ihr bestimmt, es sind nur ein paar Abonnenten, ein paar Klicks auf YouTube. Was wollt ihr eigentlich? Habt ihr keine Hobbys, kein Leben? Ja, unser Hobby ist halt YouTube, ne? Tut das mir ist leid. Ja jetzt heutzutage überhaupt nicht mehr schlimm, oh Gott. Fuck, wieso baue ich ihm alles ab? Ein Hobby spielen zu haben, ist doch nicht schlimm. Also, es haben so viele Menschen. Ich finde ja auch mal wieder geil, dass es denn bei Amokläufen so gemacht hat. Er hat gespielt. Der Täter hat gespielt. Das ist wie als würdest du sagen, der Täter hat eine Stimme. Der Täter hat eine Nase gehabt. Er ist ein Mensch. Der Täter hat geatmet. Genau, er hat bei uns geatmet. Das ist. Was? Nee, da kann ich nur noch sagen, leck mich. Also. Du Scheißvieh, jetzt geh weg! Man stirbt nicht. Jetzt ist es tot. Hier liegt Jens, verpiss dich wieder. Jens, wo bist du? Ich hab so Murin, du bist hier irgendwo. Alter, Jens, was machst du da? Lass mich. Alter. Sieht das bei dem Roten gut aus? Ja. Ich will gerade was machen. Ich hab hier voll die Ideen, Junge. Nochmal als kleine Anmerkung, falls euch jetzt das Video hier geil vorkommt, beziehungsweise ihr das merkt. Ihr das merkt. Findet ihr uns geil, Junge. Warum schwebt der Schnee in der Luft seit. Ich glaube, das ist ein Bug noch. Bei mir schwebt jetzt in der Luft. Willst du so einen bunten Boden machen? Ja. So ein Geschenkeboden. Ey, das ist voll eine Vollmacke, Junge. Ey, Homie. Voll die Vollmacke. Junge. Das sieht geil aus. Sieht aus wie eine Kachel, Alter. Alter, das wäre geiler für eine Küche, wo ich drauf stehe. Guck mal. Ja, für ein Bad. So richtig meine. So, oder für ein Bad. So richtig ein Bad ein. Aber leider ist das ein Block of Emerald. Das ist ein bisschen aufwendig. Alter, komm, das passt doch zu Weihnachten. Total, Alter. Sieht die so geil aus rund, ey. Moa, Alter. Mama. Na, was macht ihr denn? Disco-Boden. Disco-Boden oder was hier? Ja, natürlich Disco, hallo? Ja. Mach komm, die. Nein, kein Krevel. Also, falls euch das Projekt hier gefällt, das Video, ist es halt schön, vielleicht für euch zu wissen. Geil. Finde ich gut. Dass, bald eine Minecraft-Season von uns auf dem Kanal erscheint. Das wirst du jetzt schon ansagen? Ja. Ey, mein Glas! Davon weiß ich ja noch gar nicht. Nee, ich auch nicht. Also echt, mir ist das eingefallen. Dem lieben Magnus. Kenn ich nicht. Bam, bam, bam. Kennst du nicht?
Nee. Ja, da weiß ich wirklich noch nicht. Brauchst du auch nicht kennen, der ist total unwichtig, also. Ja, glaube ich auch. Ich habe wie was von ihm gehört, das ist bestimmt voll der Vollspacken, ey. Ja, auf jeden Fall. Ich Let's Play da nicht irgendwie Dead Space oder so? Ja, so ein Kackspiel, ne? Also, bah. Auch so unbekannt und total schlecht gemacht, ne? Ja. Das wer sein, wer ne? guckt ja. sich das schon an, ja? Also. Ja, echt, ey. Total ist ja bestimmt auch die Memme da drin, ey. Ja, heult den ganzen Tag nur rum, ey. Das geht gar nicht. Nee, sowas würde ich mir auch ganz ehrlich nicht angucken. Übrigens, ich bin Franz, ne? Franz? Du heißt Franz? Alter, heute, als ich Rosette gespielt habe, ne? Du hast Rosette gespielt? Ja, ich habe Rosette gespielt. Alter, da kam ein Gespräch auf, denn so, es gibt ja jetzt so ein Christmas-Special, so Christmas-Sachen, ne? Mit Weihnachtshut und Zuckerschnee als Waffe. Muss ich kaufen. Ja, gibt's. Und, muss ich kaufen. Ich habe halt beides gehabt, beides gefunden. Und diesen Santas-Rucksack gab's halt auch. Habe ich auch gefunden. Muss ich kaufen. Weil, musst du nicht gibt's kaufen. Gibt's. Doch, will ich kaufen. Doch, gibt's kaufen, aber kannst du auch finden. Will ich kaufen. Und zwar bei so einem richtig fetten Weihnachtsbaum, das sah übelst geil aus. Echt? Wo Geschenke... Gibt's jetzt Weihnachtsbäume? Wo dann so ein Geschenke drunter waren, ne? Und dann übelst geil, das Beste war, der Santas Rucksack ist ja so groß wie ein Alice-Pack, ne? Geil. Nee. Der Teddybär-Rucksack war nicht groß wie ein Alice-Pack. Nein, das war übelst geil. Und, dann haben wir so gemacht, ja, das hat mit meinem ersten Namen zu tun. Und dann wurde dann so. Boy. Den sieht gerade jeder. Der Hansemann. Hansemann? Nicht der Weihnachtsmann, sondern der Hansemann. What the fuck? Und dann bin ich da mit meinem Rucksack, meiner Zuckerstange und dem Weihnachtshut mit dem Username und ich hatte den Username Hansemann. Weißt du, wie geil das aussah? Porno. Mit Porno, oh ja. Und ich sag's dir, ey, wenn ich dann Kinder hab, dann lass ich die glauben, dass es den Hansemann gibt. Ich glaube, wir sollten hier Glas reinmachen. Sondern den Hansemann. Alter, voll scheiß aus. War's deins? Ja. Alter! Ein schwules Weihnachtsstein. Was hast du denn da gebaut? Was ist denn das? Das... Willst du da Isengard bauen oder was? Das ist eine Kackstange. Du bist eine Kackstange. Alter, jetzt gehen die Beleidigungen los. Das ist der Schornstein. Der Schornstein. Da hat aber der liebe Santa Claus, der Weihnachtsmann, aber was ganz Tolles. Da sollen viele tun. Kinder verbrannt werden. Ja, deine Mutter wird auch im Ofen verbrannt, ey. Guck dir das mal an, weißt du? Da musst du so muss der Weihnachtsmann so weit runterspringen in den Kamin. Und hier ist noch nicht mal ein Loch. Wo ist denn hier ein Loch? Das kommt noch. Ey, Lukas, selbst für den bin ich da zu fett. Warte, gleich ist hier ein Loch, das siehst du nur noch nicht. Das siehst unsichtbar. Du noch nicht, oh, siehst du das Loch? Blindfisch. Siehst du das Loch? Oh, guck mal, ein Weihnachtsschweinchen. Rutsch rein, Lukas, rutsch ins Loch rein. Guck mal, ein Weihnachtsschweinchen. Ey, guck mal, mein Skin ist total weihnachtlich. Total. Oder meiner. Wen? Total weihnachtlich. Und meiner erst. Ja. Lauf ein Boxer rum, ey. Ich friere gar nicht, ey. Ich friere gar nicht. Alter, Mann, ich bin ja hier oberkörperfrei, ne? Ah, oberkörperfrei. Und ja, ich auch. Mit meinen sexy Gelben. Ich hab so hart Nippel, Junge. Oh mein Gott. Das geht gar nicht klar. Nein, ich auch, okay. Ey, komm, wir möchte an meinem Kuchenhaus knabbern. Komm, wir machen es hier ganz gemütlich mit Gittern. Ey. Nein, Mann. Doch. Nein, mein Glas. Ganz gemütliche Gitter. Siehste. Okay, aber nur vorne. Nur vorne. Okay. Aber geil, ich bin das wird das Knasthaus der Weihnachtsstadt. Auf jeden Fall. Also die Knastis haben es hier wohl. Da stehe ich hier so am Fenster und so, Pedobär. Was machst du denn hier, Magnus? Nein. Es gibt doch jetzt Eckecken. Nein. Echt, das gibt's? Wo gibt's denn die? Du musst einfach eine normale Treppe nehmen und hinsetzen. Echt, das gibt's? Das geht automatisch jetzt? Warte, ja, guck warte, doch. Warte, das will ich ausprobieren. Alter, wie geil. Das finde ich, Alter, komm, warte mal. Boah, hammer geil. Alter, wie geil ist das denn bitte? Alter, wie geil? Nein. Fahr ich mir gerade ab. Ja, sowas habt ihr jetzt nicht.
Eckecken. Deine Mutter Eckecken. Stimmt, die gibt's ja jetzt. Ja, siehst du, wusste ich auch nicht. Doch, wusste ich, aber ich hab nicht dran gedacht. What the fuck? Arsch, dich rum jetzt. Was denn? Was ist das denn jetzt? Toll, die sehen das ziemlich aus. Das ist nett gemacht, ey. Hast mal wieder alles versaut, ey. Toll gemacht. Oh, jetzt bauen wir das Dach. Guck mal bei mir. Bei mir ist es auch so. Ja, voll komisch. Ist noch leicht verbuggt. Ja. Hey, warum ist die jetzt... Ich glaube, man muss auf den unteren Teil des Blockes ja machen, damit es normale Treppen werden. Ey, geh mal da weg! 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 Ah, Mann! Weg! So. Ja. Mann. So, jetzt warte mal. Ich persönlich fände es ja noch besser, wenn es noch... Wieso schneit es nicht mehr? Ja, dann mach doch Schnee an. Kann das nicht. Peter. Wo ist Peter? Ja, Peter, guck mal auf das Dach. Auf das Dach, Lukas. Alter, das ist das Endportal. Pass auf. Das ist empfindlich. Sternenhimmel. Du kannst auch den normalen Enderstone nehmen, der sieht genau so aus. Nein, dann sieht das von oben aber geiler aus. Ja, von oben ist doch zugemacht. Ja, und? Warte mal. Oh, der Stornstein ist fast fertig. Wo sind die Augen? Wir machen hier total hässliches Haus. Nein! Nein! Doch, machen wir! Ja, was hast du jetzt gemacht? Alter, Lukas! Alter, was sagt ihr denn da? Scheiße, hä? Du versauchst meine ganze Demo! So, guck mal! Wir hatten da Redstone-Fackel drinne! Alter, so wie du, Jens. Du hast ja auch hier Redstone-Fackeln. Sie hat wieder hinten... Redstone-Fackeln? Ja, und ich hatte da Geschenke platziert in der Ecke, weil ich fand, wir sollten da Geschenke haben. Auf einmal ist es an die Redstone-Fackel gekommen. Scheiße, gut, dass du mich dran erinnerst. Nein! Mach mal lieber normale. Okay, der Boden muss geflickt werden. Oh, ja. Alter, wie viel? Alter! Das waren zwei Geschenke, Mann! Also zwei TNT! Alter! Ey, ich unterschätze jedes Mal die Kraft von TNT, ey. Ja, so ein kleines Geschenk, das sieht doch nicht brutal aus! Guck mal, wie brutal das ist! Geschenke können sehr gefährlich sein, meine lieben Kinder. Ja, nimm mal lieber mehr die blauen anstatt die roten. So, hier war der Eingang, glaube ich. Glaubst du? Ich weiß es nicht mal mehr. Ist so viel zerstört. Ja, dann reden wir doch mal über den Hobbit. Ja, halt schlecht. Leute, die den Film noch nicht gesehen haben? Ja, okay, dann reden wir nicht drüber jetzt. Da können wir machen, aber halt... Wir können drüber reden, dass er geil ist und dass ihr ihn anschauen sollt, aber ja, wir müssen nicht spoilern. Ihr müsst. Also, wenn ihr Herr der Ringe-Fans seid, ne? Also. Nicht nur dann, ihr müsst einfach. Ist egal, ob ihr Herr der Ringe-Fans seid oder nicht, ist mir sowas von egal. Ihr müsst in den Film gehen. Also, Magnus sagt, ihr müsst da reingehen, also müsst ihr jetzt reingehen, ist eure Pflicht. Ja, und ja, wenn jetzt welche zuschauen, die jetzt schon drin waren in dem Film, dann schreibt doch mal in die Kommentare, wie er euch gefallen hat. Nicht spoilern, schreibt bitte. In die Kommentare. Nicht spoilern, aber. Das ist ganz wichtig. Denn andere Kinder wollen denn doch auch noch in den Film reingehen. Gibt's auch weihnachtliche Türen? Weihnachtliche Türen? Weihnachtliche Türen? Deine Mutter ist eine weihnachtliche Tür, Junge. Oh. Immer wieder auf und zuschlagen. Sind ja gay, Alter. Du bist gay. Nee, ist doch so, Alter. Voll die Scheißtüren. So, wir brauchen neues Glas. Ach nein. Und du musst die Gitter wieder machen. Ach so. Meint ihr, Lebkuchen kann man anzünden? So willst du das essen? Das ist Steinziegel, ich glaub nicht. Nee, glaub ich auch nicht. Warte mal, was ist ein Netherrack? Wie sieht das aus?
Netherrick sieht aus wie Netherrick, glaube ich. Nee, Leben? Ich gebe es doch einfach in der Suche ein. Es gibt eine Suche? Ja, es gibt eine Suche. So, ich mach jetzt mal. Okay, das geht eigentlich. Sieht ja ekelhaft aus. So sieht Netherrack aus. Ja, aus wie Scheiß. Was war denn das vorhin, was du hier platziert hast? Was? So was Braunes. Was Braunes? So was Kiesartiges. Braunes? Ach, meinst du Susand? Genau. Wie heißt denn das in Dingsbums in Deutsch? Seelensand. Seelensand. Was? Selbstmordsand? Nee, Seelensand. Selbstmordsand. Das ist schon Selbstmordsand. Ich finde sogar, das sieht aus. Sieht cool aus. Echt? Als Kies? Sieht aus, als hätte jemand mit jemand gekotzt oder so. Ja, du. Weiß jemand, jeder, wo er hier gerade ist? Meins sieht grüner aus. Dann halt normaler Kies. Jetzt schon. Warte mal, sieht ein Kies aus. So, nee, Kies sieht aus. Ich glaube, meine Festplatte ist voll. Dann nehme ich lieber Susan, der. Meine Festplatte ist voll. Echt? I think so. Deine Festplatte ist voll? Ich habe nur noch totale Frame-Einbrüche. Ah, okay. Aber morgen ist ja Bescherung, da gibt's eine neue, ne? Genau. Ja. Also könnt ihr euch freuen auf Massive Let's Plays, denn wir haben dann. Oh ja, und Minecraft! Und ich hab zwei Bildschirme. Ach, jetzt hat sich die Framerate wieder gefangen. Toll. Können wir ja weitermachen. Da ist Peter! Ihr seht es. Peter, ich komm zu dir Jens, ich komm zu dir nach Hause. Mein Schornstein. Bäm! Ah, ich brenne! Heiß. Magnus, wir brauchen. Magnus, wir brauchen eine Tür. Ja, warte. Der Weihnachtsmann wird sich nicht darum. Kannst du gerade auch hier in den Ofen? Die Luke mache ich auch für dich. Da, guck ab, ein. Was the fuck? Bösen. End of stream? End of stream am Arsch, Alter. Deine Mutter. Ende der Datenübertragung. Was macht Peter schon wieder mit Server? End of stream, Alter. Communication Error. Was macht Peter mit dem Server schon mal? Okay, ich denke mal, das ist jetzt ein schönes Ende für das Adventskalender-Special. Moment, nein. Stopp. Halt, stopp. Ey, er geht wieder. Dann können wir weitermachen. Nein, geht nicht. Nein, bei mir noch nicht. Bei mir auch nicht. Der war eben da. Wir müssen erst noch vergleichen, was schön zu Hause hat. Los, komm rein. Los. Das nein. Geht nicht. Alter, Peter, was machst du da schon? Ruf den jetzt an. Oh, ich glaube, er hat mich bei Facebook angeschrieben, der Hurensohn. Pass auf. Kommt der Burner. Jetzt kommt der Burner. Der Burner. Und ihr seht, ich gehe mal in die Singleplayer-Welt. Nee, doch nicht. Alter, ich rufe jetzt später an. Ja. Echt? Alter. Das ist wir sind live. Hallo, Freunde. Geschnitten. Ich bin wieder drauf. Toll, und jetzt wohne ich gerade in der neuen Welt. So, Peter, also er ist jetzt angedingst. Mal gucken. Okay, ist wirklich da. Was für ein Aufgetät. So, ich such mal eine passende Tür raus. Oh, ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt, wer das schönste Haus hat, ne? Warte, da muss noch der Kiesweg hin hier. Alles mit der Ruhe. Kies muss sein. Ja, wir müssen Peter entscheiden lassen. Ja, okay, nein, Moment. Wir brauchen einen Schornstein noch. Schnell. Deine Mutter braucht einen Schornstein. Schornstein. Jetzt leckt's wieder. So. Warte. Wir brauchen noch Stangen. Ach, ich hab schon eine Stange bei mir. So. Bau noch eine Tür. Gott. Ja, mach was? Türen rein. Ja, ich such grad raus. So. Mein Minecraft lag. Peter an. Weihnachtliche Türen. Oh, sieht sogar ganz geil aus. Aber das Lecken, das wird sich alles ändern. Mach auf laut, ne? Für alle, vielleicht hört man ja was gleich.
Ich suche. Ach, warum suche ich nicht einfach hier? Sand. Sand. Hallo, Herr Siliarus. Hä? Wie komme ich denn raus? Ja, warte. Komm, Sie bitte auf den Server, um zu entscheiden, welches das beste Lebkuchenhaus ist. Er kommt. Siliarus ist unterwegs. Was hat deine Identität verraten? Deine Identität? Identity. Also ich finde ja und das hier so schön, wegen den schönen, schönen Stangen hier. Das sieht aus wie ein Knast, Alter. Hä? Mach noch Geschenke. Siehste? Bei mir ist der böse Ohr. Sieht doch gut aus. Dann hat's doch geklappt, Lukas. Mir ist aussieht wie ein Knast. Genau. Sollte ja auch eigentlich ein Knast werden, ne? Dann hat's doch geklappt. Also ich weiß nicht, warum sich jemand beschwert. Was ist das denn jetzt? Was habe ich denn da jetzt platziert? Ich brauche Sand. Sand. So. Endspurt läuft. Siliarus ist unterwegs. Endspurt war. So, die Kinder werden erst mit der Geschenkefährte in das Haus gelockt. Nein. Nein, nein! Mit dieser Geschenkefährte? Wir brauchen Fackeln! Ach, du hast Fackeln. So, im Haus gibt's dann ganz viele tolle Geschenke. Aber, was sind das für Lampen, die ihr da benutzt habt? Die will ich auch noch benutzen. Nee, die benutzt du nicht. Junge. Hopp! Voll der Klau, Junge! Hopp! Wirklich! Hau ab! Was ist denn Beacon? Für zu Weihnachten nur das Beste für unsere Zuschauer. Beacon ist so ein Ding, da kannst du irgendwas auf machen. Jens? Hä? Du hättest nicht das unternehmen sollen. Nein. Was hätte ich? Nicht die roten Geschenke nehmen sollen. Wann kommt denn jetzt der liebe Peter? Ja, aber du zündest die jetzt nicht, ne? Nee. Nur erst am Ende. Übrigens, wir müssen unsere dynamische IP ändern, denn die ist jetzt im Video zu sehen. Alter, nicht in Ernst. Lukas, die wird zensiert. Schneid's okay, doch raus. Dann zensiere ich die halt. Oder schneid's raus oder zensier's, ja. Aber sie soll nicht zu sehen sein. Ich habe keinen Bock mehr, noch eine neue Pirat zu sein. Guck mal, bei uns schlafen sogar Leute. Guck mal. Ja. Nein. Ja, guck doch mal, die sind nur unsichtbar. 2 Minuten. Was 2 Minuten? Hat der Siliarus mir genutzt. Ja, dann hat sich Siliarus einen runtergeholt. Ja, dann tue ich einfach mal die Aufnahme so lange stoppen, bis dann der liebe Peterlein da ist. Bis dann. So, da sind wir wieder. Hallo. Oh mein Gott, hallo. Oh, Entschuldigung, musste gehen. Ja, so. Peter ist jetzt auch dabei. Ja. Yay. Und der liebe Peter, der entscheidet sich jetzt kurz. Schnell. Und während... hier sieht das alles total scheiße aus, weil ich noch kein Texture Pack. Ja, warte mal. Er muss sich jetzt aber trotzdem entscheiden, aber... Ja, genau, Warte mal, wollen wir... Weil das irgendwie gemütlich... Er muss sich so entscheiden, weil bei mir ein Frame pro Sekunde ist und deswegen muss er sich entscheiden. Ja, meinst ja auch nicht die gemütliche Kinderstube, meinst das böse Hexenhaus, wo die Kinder in den Ofen gesteckt werden. Ja, okay, das wäre ein Argument, das muss ich mir nochmal angucken. Ja, das ist aber... Also zum in den Ofen schubsen ist dieses Haus ja... Aber ansonsten finde ich das Haus ein bisschen langweilig. Ja, da ist so wenig drin, finde ich auch. Hier haben ja, schon total, gestaltet... total langweilig, ich sehe überhaupt nichts. Die böse nichts. Hexe brauchen ja, und wir Bett. Haben versucht, mit den Fackeln etwas zu machen und ja, wir haben sogar versucht, Menschen nachzumachen. Also ich finde, unseres ist definitiv besser. Für euer Haus sind Menschen gestorben. Menschen leben. Die leben doch noch, die haben doch noch die Augen Also Peter auf. Hat sich entschieden... Unser Haus ist schöner. Oh, ich hab dich lieb, Peterchen. Ja, genau. Achso, das war euer Sand. Nee, dann finde ich das ja besser. Nein! Egal. Also, schreibt in die Kommentare, lasst uns wissen, welches Haus ist schöner. Meins von Magnus und mir oder... Ja, natürlich meins, Alter. Oder das von Jens. Und weil es jetzt so leckt, sagen wir, wünschen wir euch... Ach du Scheiße. Sagen wir frohe Weihnachten.
Ich bin ein schwimmender Kopf. Allen. Ich habe einen enchanteten Snow. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt mal aufhören zu reden. Und ich hoffe, ihr bekommt schön viele Geschenke unter eurem Weihnachtsbaum. Und Weihnachten, Christmas, Xmas. Ja, vor Silvester hören wir uns ja noch in unseren schönen Videos. Und Cocktail dann Space. Sind wir mal mit 0 Frames weg Super vom... Super Meat Boy! Und danke für den ganzen tollen Abonnenten nochmal, obwohl ihr das noch nicht gesagt habt. Haben wir schon. Jedenfalls. Ja, nochmal danke. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, schöne Weihnachten, frohe Weihnachten. Genau. Und schöne Geschenke. Frohes neues Jahr. Was auch immer. Wow.